Hallo und herzlich willkommen. Seid gegrüßt, meine Lieben. Die Horde ist vorbei. Wir machen hier ein paar leichte Reparaturen. Base hat sehr gut funktioniert. Wie zur Hölle? Wie haben die mir denn da die Blöcke rausgeschlagen? Da waren doch Blöcke drin, oder? Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber doch, doch, da waren Blöcke drin, oder? Wie haben sie die denn? Und warum? Schräg. Okay, das verstehe ich noch irgendwie. Verwirrte Zombies. Ja, machen wir uns ein bisschen ans Reparieren. Viel reparieren können wir gar nicht. Wir müssen eigentlich erstmal wieder Eisen farmen. Hier haben sie halt auch ordentlich dagegen geklöppelt. Ja, ein, zwei Verbesserungen für die nächste Horde. Und wir sind hier relativ safe, würde ich sagen. Relativ. Nahkampf ist halt immer ein bisschen schwierig. War nicht so smart. Ach so, haben die nicht Loot fallen lassen? Einmal? Habe ich einmal oder zweimal Loot gehört? Ich weiß es nicht. Lederrüstung? Ah, da. Zweimal. Pinsel. So, ja gut, okay. Das ist halt eigentlich das, was nicht passieren soll, dass die hier drauf kloppen. Aber im Großen und Ganzen. Sieht das gut aus. Sehr schön. Auf der Seite haben sie sogar fast komplett in Ruhe gelassen. Nice. Cool. Aber da können wir uns dann die nächsten Tage drum kümmern. Das müssen wir nicht jetzt machen. Nur mal das Gröbste ganz gemacht. Gut, Händlerquest. Uns fehlen halt immer noch Teeblätter. Irgendwie wächst der Tee auch nicht bei uns hier. Ich weiß nicht, ob der Tee noch irgendwas Spezielles braucht, aber der ist immer noch in der Phase Seed. Oder braucht Tee einfach so lange zum Wachsen? Keine Ahnung. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt 1, 2, 3 leere Felder. Ein Seed haben wir einstecken. Packen wir einfach mal dahin. Und ja, gucken wir mal. Riesengroßes Problem, was wir haben, ist Essen. Der Reis wächst auch nicht mehr so, wie er mal gewachsen ist. Irgendwie war das alles mal ein bisschen schneller. Die Pilze wachsen dafür aber. Klatschen wir da gleich wieder an die Wand ran. Packen wir mal aus hier. Ja, ich würde halt gerne Quests machen. Ich will aber ungern die Händler-Quest jetzt abbrechen, um andere Quests zu machen. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen einfach so ein bisschen looten. In der Hoffnung, halt auch Teeblätter zu looten. Und Holz muss man nebenbei auf jeden Fall sammeln. Haben wir gar keins mehr. Leere Flaschen. Ich habe da hundertprozentig noch leere Flaschen da. Die nehmen wir mit. Die machen wir voll, wenn möglich, unterwegs.
Okay, Kohl haben wir auch noch nicht genug, um das Pferd anzufüttern. Ja, gehen wir looten. Die Frage ist, wo gehen wir hin looten? Auf der Map sehen wir ja natürlich noch nichts. Da ist auch immer noch kein Respawn. Ich bin begeistert, wie gut die Horde funktioniert. Ich habe echt nicht erwartet, dass es so gut funktioniert. Ich habe durchaus mit mehr Problemen gerechnet, aber umso besser, ne? Also in die Richtung ist der Händler. Ich glaube hier in die... Oh, was wir auch machen könnten. Ach Mist, ich habe ja vor uns das Spiel mal neu gestartet. Ja, okay. Ich habe ja vor uns das Spiel mal neu gestartet. Irgendwo hier oder so war ja noch ein Airdrop. Okay, es müsste heute aber tatsächlich nochmal ein Airdrop runterkommen. Ja, in die Richtung müsste, glaube ich, auch irgendwo ein Dorf gewesen sein. Gehen wir einfach mal los. Wir finden schon was. Auf jeden Fall haben wir Wasser in die Richtung. Das ist ja schon mal was wert. Da können wir schon mal die Flaschen voll machen. Zombie-Hunde zur Horde. Die haben mich ein bisschen überrascht. Hätte ich eher mit Geiern gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber gegen die wären wir ja gut geschützt gewesen. Was wollte ich denn jetzt hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Achso, wir hätten fünf... Ah ne, wir haben vier Punkte. Ja, das ist natürlich noch die Frage, was wir als nächstes machen. Ob wir die Tanning Station bauen... oder ob wir vielleicht sparen und die Werkbank Stufe 2 oder... Ja, weiß ich auch nie. Bin ich leicht überfragt, was da sinnvoller ist. Wisst ihr was, wir folgen einfach dem Weg, der führt uns schon irgendwo hin. Gucken aber, dass wir schöne Nester finden unterwegs. Theoretisch gibt es auch garantiert mehr als einen Händler auf der Map, oder? Wir haben, ja gut, okay. Man kann jetzt nicht sagen, wie viel von der Map wir tatsächlich schon gesehen haben. Aber viel wird es nicht gewesen sein. So, gucken wir, sind wir in die Richtung überhaupt schon mal gelaufen? Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir in der Richtung schon mal waren, aber... Kommt mir gerade so unbekannt vor. Wir haben keinen Honig mehr, wir müssen auch wieder neuen Honig looten. War natürlich keiner drin. Hallo Panda. Hallo Zombie. Ach, keine Ausdauer, ey. Ja, ich brauche erstmal wieder Pfeile. Die sind so unbequem zu bekämpfen. Meine Güte. Oh, my God.
da gibt es eine Brücke. Irgendwie habe ich die Erfahrung gemacht, dass auf so Brücken auch gerne Zombie-Hunde rumstehen. Das könnte jetzt natürlich ein bisschen tricky sein. Wahrscheinlich wäre es smarter, wenn ich daneben einfach lang schwimme. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Erstmal, was wir hier auf der Brücke vielleicht so sehen. Da werden ja ein, zwei Zombies schlafen. Ja, da steht da schon der Zombiehund. Finde ich ja jetzt schon nicht gut. Ich weiß auch nie, wie ich denn am besten. Die halten halt auch super viel aus. Ja, gucken wir mal. Haben wir die Horde überlebt? Dann. Okay, ich treffe den Hund halt nicht. Echt jetzt? Muss ich noch höher ziehen? Oh ja, muss ich. Okay, der Hund ist zum Glück ein bisschen doof. Nicht ganz so doof. Okay. Habe ich, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt, dass ich den gut erwischt habe. Gib mir dein gammeliges Fleisch. Interessant, dass der nicht mit dem Hund zusammen wach geworden ist. Da liegt noch einer hinter den Rollen. Ausdauer aufbauen dauert immer so lange. Mal den Bambus hier wegmachen für die bessere Sicht. Ist natürlich mehr als ein Bambus. Wie viele Zombies können auf so einer Brücke schlafen? Ja. Das war nicht der Knüppel, den ich gerade in die Hand genommen habe. Jetzt noch einer von hinten angewackelt. Brauche ja schon einen halben Tag, um die Brücke jetzt zu clearen. Nein, ich häng fest.
klar, beim Rückwärtslaufen irgendwie noch 5 andere getriggert. Kommt ihr denn schon wieder her? Naja, gut. So, da waren wir schon dran. Ja, dann erstmal ihr beiden, bevor ich den an der anderen Brücke da jetzt auch noch wecke. Nervbratze. Zu niedrig, zu hoch. Direkt erstmal die Respektschelle ausgepackt hier. Hätt ihr was zum Looten? Nee, hätte ja sein können. Ja, ich denke mal, in der Stadt waren wir halt noch nicht. Hier werden wir halt grundlegend erstmal ein bisschen aufräumen müssen. Was macht ihr denn da für lustige Sachen? Zappeln ganz schön viele rum. Guck mal. Ich weiß halt auch nie, was für Gebäude so interessant sind zum Looten. Ne? Hier wollen wir auf jeden Fall rein. Da können wir nämlich das ganze Gemüse wegschleppen. Das finde ich schon mal einen guten Plan. Wenn das meiste davon eh schon dörr ist, aber... Oh nein, ich bin überladen. Das ist jetzt natürlich gerade sehr unpraktisch. Wir müssen gleich erstmal aussortieren, bevor wir hier haben. Wesentlich mehr Leben verloren, als sinnvoll gewesen wäre. Das packen wir da unten rein. Du fliegst weg. Dich esse ich einfach. Du fliegst weg. Du fliegst weg. Ja, das sammeln wir wahrscheinlich eh gleich noch mal ein bisschen ein. Ganz ehrlich, die 14 Pfeile fliegen weg. Okay.
Das musste ich für Farmer für ein Level 30. Dann kriege ich, glaube ich, Bonusernte. Das wäre natürlich auch nice. Aber ich glaube, Level 30 sind wir noch. Das dauert noch ein bisschen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Haben wir uns schon wieder mit irgendwas überladen. Ganz ehrlich, Kochtöpfe haben wir genug. Aber Scrappen bringt auch 75 Eisen, geben die. Okay, nice. Knochen kommen weg. Das eine Fett kommt weg. Nach dem Erdschwab gucken wir gleich. Ja, belastend. Ich weiß nicht, was ich wegschmeißen soll. Gut, im Zweifelsfall fliegt das Knochenmesser noch weg. Und dafür nehmen wir einfach die Schaufel da unten wieder rein. Oh, Tee. Nice. Damit können wir die Quest abschließen. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt brauchen wir natürlich wieder ein bisschen hier. Komm, weg damit. So, was haben wir hier noch schönes? Ginseng. Habe ich Ginseng schon oft gesammelt? Ich hoffe. Sieht gut aus. Und ansonsten haben wir hier nur noch trockenen Soja. Okay. Die andere Sache ist, wir brauchen eigentlich nicht weiter looten gehen, weil wir schon wieder voll sind bis unters Dach. Wir können eigentlich schon wieder nach Hause laufen. Und ich glaube, das mache ich auch. Wir laufen nach Hause, holen den Rest und dann gehen wir zum Händler und schließen diese blöde Quest ab. Dann können wir nämlich andere Quests machen. Oh, ohne Ausdauer ist doof, Onkel. Nicht so eilig, mein Freund. Ach, der lebt ja immer noch. Hält der denn plötzlich so viel aus? Die haben doch vor uns nicht so viel ausgehalten. Ich wollte das Nest da gerne noch looten. Danke. Tschüss. Ich bin dann mal los. Ich bin mal gespannt, was es jetzt als Belohnung gibt. Also entweder ja eigentlich, dass wir die Karte aufdecken. Also die Möglichkeit haben, die Karte aufzudecken. Drücken wir es mal so aus. Tag, Datum, Uhrzeit wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Wobei ich denke mal, bevor wir
Tag und Uhrzeit bekommen, kriegen wir bestimmt eher die Map. Wobei mir die Uhrzeit, der Tag an sich, den finde ich gar nicht so schlimm. Das kriegt man noch hin. Kann man ja ein bisschen mitzählen. Aber die Uhrzeit, das wäre schon nice. Da könnte man seinen Tag ein bisschen besser planen. Ein bisschen besser entscheiden, ob man jetzt die Quest noch anfängt oder nicht. Wo sind wir denn jetzt mit zwei Sachen überlassen? Achso, weil wir die Baumrinde noch aufgenommen haben. Okay. Nester looten. Wir brauchen wieder Eier, damit wir was essen können. Honig müssen wir auch mal 9 auftun. Soja haben wir eh schon einstecken, da können wir ja nochmal mitnehmen. Ach Mist, jetzt habe ich wieder kein... Moment, das machen wir. Also das, so viel Zeit muss sein, dass wir jetzt nochmal zum Wasser laufen. Und die Flaschen auffüllen, weil habe ich die ja völlig umsonst mit mir rumgeschleppt. So weit weg war es ja nicht. Ach, guck mal, hier ist auch ein Nitrat direkt bei uns vor der Haustür, mehr oder weniger, lul. Letztens noch Nitrat gesucht, wie so ein Dover. What? Kleiner dreckiger Bastard. Jetzt mein Knüppel kaputt. Was soll das denn? Na klar. Ich meine, Knochen sollte ich eigentlich auch anfangen zu sammeln. Die werden wir früher oder später auch brauchen für Leim. Aber naja, aktuell ist es halt noch das Unwichtigste. So, haben die Eier hier mal... Ich glaube, das ist zu nah an unserer Basis, deswegen respawnt das da nicht. Die müssten eigentlich schon längst mal... Ach nee, die habe ich ja vor uns erst leer gemacht gehabt. Nee, alles gut, ich habe nichts gesagt. So, irgendwas gewachsen hier? Nee. Nicht wirklich. Okay.
So, Federn, Metall. Ich glaube, das muss mit zur Heilung. Eier werden einfach direkt gekocht, würde ich sagen. Komm, wir machen uns einfach gleich neue. Ja, wir sollten auf die Eier warten, glaube ich. In der Zeit können wir schon mal... Das. Genau, haben wir alles einstecken. Ah! Jetzt müssen wir aber da noch... Okay. Gut, das machen wir gleich. Der Onkel geht mal fix... Boah, sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, darf ich die Sachen jetzt verbrauchen dafür? Ich gehe jetzt mal sogar fast davon aus, dass es genau die Sachen sind, die wir brauchen, um die Sachen dort oben jetzt herzustellen. Kann das sein? Die Sachen werde ich jetzt nicht mehr brauchen, um... um die beim Händler abzugeben, gehe ich mal von aus. Okay. Dann schnappen wir uns schon mal hier das Sojaöl. Die Frage ist... Also wir müssen bestimmt jetzt aus den 20 Soja auch Sojaöl machen. Was wir theoretisch hier tun. Ah ne, guck mal. Brauchen wir gar nicht. Ah, ja, okay. Also... 3 davon. 3 davon. 3 davon. Drei davon. Habe ich Braun jetzt schon in der Mache? Nee. Brauchen wir gar keinen. Für die brauchen wir keinen. Habe ich nicht. Ach nee, für die Pigmente braucht man kein Sojaöl. Das Sojaöl braucht man dann für die Farben. Da kocht lustig das Wasser vor sich hin. Apropos, Frames brauchen wir mal neue. Ich gehe ungern ohne Frames aus dem Haus. Genau hier, für die Farben. Da brauchen wir dann Pigment und Öl halt. Macht Sinn. Guck mal, hier macht man auch das Reismehl. Das könnte ich sogar theoretisch schon, aber das Reismehl verarbeiten können wir ja noch nicht. Die Salbe, die brauchen wir quasi für Heilungszeug. Da brauchen wir Bienenwachs für. Okay. Sollten wir also auch hier und da mal mit aufheben. Genau, für die Sojamilch bräuchten wir... Das ist eben die Frage. Ich meine, Sojamilch gibt ja auch Nahrung. Also sieht man jetzt hier nicht. Wobei es dann natürlich schon wieder sinnvoller wäre, die Sojamilch auch zu Tofu weiterverarbeiten zu können und so. Aber da ist dann jetzt eben die Frage... Macht man erstmal hier diese Tanning Station? Ich weiß halt nicht genau, wofür ich die so brauche.
Okay, die Frage hat sich gerade geklärt, weil der Onkel doof ist. Und einfach klickt. Gut, okay. Können wir ja dann heute Nacht craften. Wo bekomme ich denn so ein Bucket her? Den kann ich ja bestimmt hier drin herstellen, oder? Ja. Achso, easy. Ja. Mach mal direkt 5. Achso, warte mal. Was brauchte ich jetzt noch? Braun, ne? Brauchen wir noch ein bisschen Holz und Bambus für. Wo ist denn der Airdrop runtergekommen? Ist der sehr weit? Ja, halt sehr weit in eine Richtung, wo wir in nächster Zeit wahrscheinlich nicht hingehen. Ja. Ich glaube, da können wir mal kurz ein bisschen Holz und Bambus sammeln gehen. Ja, kann ich mir jetzt halt Klamotten machen wahrscheinlich und Rüstung, eventuell Lederrüstung oder so, was wir ja in Teilen schon haben. Da werden wir halt auch nur Level 1 Kram herstellen können. Weil Rüstung levelt man ja im Zweifelsfall nur, wenn man geschlagen wird. Ich meine, ja, wir wurden schon häufiger geschlagen, aber ich glaube nicht, dass das schon so oft passiert ist, dass wir da schon irgendwelche Boni freigeschalten hätten. Doof, ich wollte da gar nicht drauf klicken, ey. Aber naja, gut. Dauert ja jetzt nur 7 Level, bis wir das nächste leveln können. Jetzt brauchen wir, selbst wenn der nächste Schritt dann wieder ist, zum Händler zu gehen, brauchen wir nicht mehr loslaufen, wenn die Pigmente durchgelaufen sind. Vielleicht sagt er jetzt aber auch, dass wir Farbe herstellen sollen. Vielleicht dürfen wir jetzt, ist das eine Quest dazu, unser erstes Rezept zu craften oder keine Ahnung.
So, gucken wir doch mal, wie sich das jetzt hier verhält mit den Pigmenten. Oh nein, ich habe Braun zu viel hergestellt. Und wir brauchen Öl. Das habe ich vergessen herzustellen. Naja. So. Als ob die Dinger nicht stacken, ey. Meine Güte. Ich nehme an, dass ich das hier unten reinpacken muss. Aber das wenigstens mal. Laufen wir mal zum Pferd. Ich glaube, ich muss das auswählen und dann rechte Maustaste machen beim Pferd. Bin mir nicht ganz sicher. Oder E oder irgend sowas. Nee. So. Ah, guck mal. Oh. Oh. Und jetzt? Achso, du bist noch nicht fertig mit Fressen. Lass ja mein Pferd in Ruhe. Ich sag's dir. Ich glaube, das dauert jetzt einfach eine Weile. Naja, lassen wir den mal fressen. Vielleicht können wir da am nächsten Tag irgendwie das nächste füttern oder so. Wachst, meine Pflanzen, wachst. Da hatten wir noch zwei freie Felder. Naja, wenn ich das nächste Mal was geerntet habe, können wir da dann mit anpflanzen. Okay. Ja, da wir das Öl herstellen müssen, müssen wir bestimmt gleich Farbe herstellen. Bin mir ziemlich sicher. Ja. Grüne Farbe, braune Farbe, blaue Farbe. Okay, also einmal schwarz, einmal blau, einmal braun, einmal grün. Ja, ja, und wir haben schon wieder Hunger. Auch nichts dafür. Das brauchen wir jetzt hoffentlich nicht gleich wieder. Packen wir das mal derweile mit hier rein, würde ich sagen. Das auch. Moment. Muss ja da nicht doppelt drin sein. So. Ja, gut, habe ich halt zu viel hergestellt. Die können wir dann mal noch mit pflanzen. Das brauchen wir jetzt auch nie. Ja, ein Feld. Da lohnt sich das Crafting jetzt auch nicht wirklich. Jetzt sollen wir mit dem Trailer reden. Okay. Ja, dann, der hat jetzt schon zu. Da brauchen wir jetzt nicht loslaufen. Da wir auch nicht wirklich was zu essen haben. Macht das Sinn, jetzt in die Mine zu gehen und Eisen abzubauen? Naja, wir brauchen Eisen.
Okay, dann würde ich sagen, ich verkrieche mich in die Mine. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin könnt ihr mir gerne ein Like da lassen oder ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann tut es mir leid. Und kommt gerne mal auf Twitch vorbei. Da sind jetzt Samstag und Sonntag erstmal so ein bisschen 7-Days-Tage hier. Und Samstag, Sonntag, gucken wir mal. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.